Hallo Freunde, da sind wir wieder mit einem neuen Death Forever. Neben mir meine beiden dicksten Freunde. Passt wie ein Schenkel. Das ist sehr toll. Husky und Frank. So, Till Story ist Rose Tattoo diesmal. Hat sich Frank gewünscht. Mhm. Ne? Schon seit längerem. Mhm. Und hat das auch gemacht. Ne? Ist da ein Interview. Also sag mal ruhig selber was dazu. Ist mein Interview, war ziemlich geil, war irgendwie eine schwere Geburt. Ich glaube, wir hatten 5 Versuche und immer hat irgendwas nicht geklappt. Und irgendwann hatte ich ihn dann am Telefon. 10 Uhr abends, australische Zeit. Nach 2 Stunden bat er dann doch darum, das Interview zu beenden. Weil, naja, war dann Mitternacht und der gute Mann musste irgendwann auch mal ins Bett, weil die, glaube ich, am nächsten Morgen um 5 los mussten zu irgendeinem Gig. Also war er angry? Nein, er war very, very calm. Angry was very calm. Aber es gibt noch ein zweites Interview geben demnächst in dieser Gazette. Verrat nicht zu viel. Wieso? Verrat nicht zu viel. Ach. Bevor die Leute das erste gelesen haben. Ja. War auf jeden Fall eine geile Sache. Angry, ja, du hast ja auch noch, du hast ja nicht nur das Interview gemacht, sondern du hast ja auch noch einen Irmageddon dran gehängt. Also eine Diskografie, eine kommentierte Diskografie. Und ja. Angry ist einfach super. Der ist natürlich Top-Profi, macht das ja schon lange noch und er erzählt Geschichten, Geschichten und nochmal Geschichten. Ja, da brauchst du als Interviewer gar nicht viel machen. Das kann er auch. Ja. Wie findest du den Titel, Husky? Ich finde ihn cool, aber wie ich schon gesagt habe, ich finde es ein bisschen dunkel. Aber na gut. Du sagst so dunkel? Ja. Du bist doch ein dunkler Typ. Weißt du doch gar nicht. Bist du Death Metaller, dachte ich. Bist du nicht? Ich bin alles. Naja, dunkel ist es, das stimmt. Aber man kann das Foto ja auch schlecht verändern. Ich meine, das ist ja quasi ein ikonisches Bild. Ja, ne? Ja. Also das Bild ist ja ein Klassiker und das hat nochmal einen braunen Hintergrund. Und ich stehe total auf dem seine Friese, ey. Ja, die sahen schon heftig aus. Ne? Ja, ja. Ja, mein Gott, von den 80ern, ne? Ja, da war das. Gab's überhaupt jemals irgendwo ein Rose Tattoo, Frank? Kann mich nicht erinnern. Also, bei Rockart hatten wir mal ein Poster früher, einmal, das mit den verschränkten Armen. Also nicht das hier, sondern das Assault and Battery Cover, glaube ich, ne? Wir, ne? Das Assault and Battery, ja, genau. Aber sonst nicht, ne? kann ich mich nicht erinnern. Also auch nicht bei so Magazinen. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei kleineren Magazin ist, war, die es jetzt vielleicht schon nicht mehr gibt, die man nicht mehr so auf dem Schirm hat. Aber ich sag jetzt mal so, in Frankreich waren die ja am größten Rose Tattoo immer. Aber ich meine, selbst da hätte es nie Titel gegeben. Also nicht bei Au Fair oder bei Hard Rock oder auch nicht beim französischen Rockart. Also ich kann mich nicht an nichts erinnern. In England bestimmt irgendwann mal irgendwo Kerrang oder sowas. Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung, aber weiß die ersten nicht. 500 Kerrangs, die liegen da unter meinem Bett. Da ist keiner dabei und später haben die bestimmt keinen gemacht. Du hast nicht alle 500 Kerrangs durchgeguckt, oder? Nee, aber die habe ich, das war meine Bibel früher und die kann ich alle auswendig. Okay. Also da schnellst du drauf. Die ersten 500 dann nicht mehr. wir könnten mal eben das Poster auch zeigen. Auf der einen Seite Solstice. Also nicht nur, weil es ein geiles Album ist, wobei du das ja nicht findest. Also es gibt da auch unterschiedliche Meinungen zu, aber auch, weil es ein sehr schönes Motiv ist. Mein Freund, also der Baum, ne? Zumindest die. Findest du nicht gut? Doch. Ich finde das. Also die sieht gut aus. Ich finde die Cover-Artworks von Solstice sowieso fast immer super. Aber gut, das ist natürlich wieder das Geschmackssache. Auf der Rückseite ein Poster, Raven. Was ich persönlich mir schon seit ungefähr 20 Jahren wünsche. Und jetzt ist es endlich mal gedruckt worden. Es gab es auch nie in irgendeiner LP oder so. Manchmal sind ja in Nachpressungen von Klassiker-LPs sind ja manchmal Poster drin. Weshalb wir dann die Poster auch nicht mehr machen, weil die dann ja schon ein Teil der Leserschaft ja schon besitzt. Aber das Poster habe ich auch noch nie gesehen. Naja, gut, hoffentlich gefällt es euch. So, wir wollten ein bisschen schneller machen diesmal, ne? Ja, sind wir schon weit gekommen. Weil du gleich wieder Sonderprobe hast, deswegen. Ja, tut mir leid. So, und es gibt eine neue Satan, da steht was zu im Heft. Es gibt eine neue Fifth Angel, überraschend starkes Album. Mhm. Also eigentlich wirklich ein Nachfolger für die ersten beiden, muss man echt so sagen. Auch da haben wir was vorab. Ich hätte gerne übrigens wirklich diese Figur mit hier. Finn ist ein Wäscheständer. Das muss unbedingt in Serie gehen, das ist total geil. Wenn ihr das Heft habt, werdet ihr wissen, auf was er sich bezieht. Das
ist jetzt ein Insider-Joke. So, Ghost, neue Ghost ist auch so ein Thema, wo die Leute sehr gespaltener Meinung sind, weil es noch poppiger ist als vorher. Ja, wir haben gerade eben noch drüber gesprochen. Ich finde es eigentlich, also ich finde es geil. Ich finde, es ist Popmusik, aber es ist super. Es war ja schon immer Popmusik, aber ich finde, die neue Platte ist ein bisschen zu soft produziert. Und deswegen klingen die soften Songs noch einen Tacken softer, wie sie eigentlich vielleicht sogar sind. Naja, aber so soll das ja auch sein. Ne? Ich meine, der... Hier ist der eine Song, Tobias, der Kardinal oder Papst oder wie auch immer, der hat ja diese Vision echt schon am Anfang gehabt. Er hat seine erste Single bei Iron Pegasus rausgebracht. Ein tiefster Metal Underground damals, aber er hat damals schon die Vision gehabt, dass er mit einer Mischung aus Pop und Hard Rock richtig groß werden wollte. Das war wie Satan. Ja, kann man so sagen. Ja. So ähnlich hat er sich ja ausgedrückt. Und weshalb dann manche Freunde von uns, die Labels hatten und mit ihm im Gespräch waren und ihn eigentlich sein wollten, gesagt haben, nee, das ist uns zu überambitioniert, das können wir nicht. Und dann hat Lee Dorian von Rise Above hat den dann unter Vertrag genommen. Ja. Der sagt, der hat sich dann daran gewagt. Naja, gut, okay, also Ghost ist auch polarisiert. Ich finde die auch ganz geil, aber ich finde es gleichzeitig lustig, dass sich Leute bei uns via Facebook oder im Forum bedanken, dass wir keinen Ghost-Titel gemacht haben. Ich denke, das liegt eher daran, dass das Thema so überpräsent ist im Moment. Ne? Ja. Weil jetzt alle Titelseiten machen und so weiter und dann das liegt wahrscheinlich weniger an der Band, ne? Denke ich mal. Refuge von Frank, ne? die Rage-Nebenband. Redemption. Auch Seven Sisters ist auch ein starkes Thema. Eine britische Metalband und zwar traditioneller, melodischer Metal und sehr, sehr stark. Also ja, die schreiben echt gute Hits, also da bleiben echt gut im Ohr hängen. Ich fühle mich irgendwie an den Moment erinnert, als damals Hammerfall kam, wenn ich die Platte höre, obwohl es nicht wie Hammerfall klingt. Also es klingt viel epischer, irgendwie, also anders als Hammerfall, aber der Effekt ist ein bisschen ähnlich bei mir, wenn ich das höre. Das klingt ein bisschen wie High Spirits mit härteren Gitarren, mit ein bisschen mehr Punch. Ja, kommt auch hin, ja. Stimmt, ja. Stimmt, absolut. Kommt hin. Immortal, was hältst du davon? Ich habe ja schon gehört, den Immortal. Ja, finde ich so geil. Finde ich auch. Auch so vom Gesang her und so, also man vermisst Abbas überhaupt nicht auf der Platte, finde ich. Und auch die Songs sind ziemlich stark. Man hat wieder ein bisschen Winter, ein bisschen Raven und so drin. Also kommt aber gut. Also auch der Sound ist ziemlich geil. Und der Rock prügelt auch gut. Also mir gefällt echt gut die Scheibe. Ja, mir auch. Ich habe auch überhaupt nichts erwartet, aber das war echt gut. Also auch wesentlich besser wie die Vorgängeralben, finde ich auf jeden Fall. So Mischung aus hier, wie Battles in the North ein bisschen, aber besser produziert natürlich. Und die Ed Hard of Winter, so in der Ecke. Würde ich die einordnen, wenn du schreibst. Ja, das stimmt. Erstaunlich, Rock ist übrigens der sympathischste Typ, den man treffen kann. Der Typ, wenn man auf die Bühne guckt, sieht man ja eigentlich nur Hawk, weil er so riesig ist. Man sieht da hinten im Schlagzeug so einen Riesen sitzen. Aber ist einer der freundlichsten und auch schüchternsten Typen, die ich so... Ich spiele auch bei Herr Pommers getroffen habe. Ja, steht immer drin. Ja. Man hat einen ganz anderen Eindruck, wenn man mit ihm spricht. Ich fand das immer witzig, als ich das erste Mal Immortal so richtig gehört habe. Wir saßen bei Wolf Rüdiger Mühlmann in Greiz in Thüringen, in Sachsen, egal, zu Hause, nach dem ersten With Full Force, das damals noch in Werder stattfand. Und total betrunken spielte er mir nachts Immortal vor. Welche Scheibe war das denn? Ich musste einer der ersten gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau, Pyrolog war es, glaube ich. Ich habe mich auf jeden Fall kaputt gedacht, weil er war so begeistert und ich hörte nur dieses schlecht programmierte Schlagzeug hochgepitcht, völlig aus dem Takt hinterher. Ich dachte, das findest du gut. Aber er sagt ja hier drin, dass nicht programmiert war es nicht, war hochgepitcht. Das ist für mich ein Thema in dem Interview hier. Ich will ja viel zu viel verraten, Leute, soll er doch lesen. Ja, okay, alles klar. Also das, was Frank gerade sagt, ist ein Thema in der Story. Gut, dann haben wir wieder mal ein Special gemacht mit einer vergessenen Band. Und zwar diesmal war ein Heaven's Gate dran. Living in Hysteria. Hat sich der Lars Schucker vorgenommen. Und ist auch ein sehr interessantes Interview, auch ein bisschen polarisierendes Interview. Das ist mein Handy. So geht die Zeit hier rum. Bester Maiden-Song. Ja, jetzt hör auf. So.
Also Lars Schucker war der richtige Mann für Heaven's Gate. Das Interview ist auch ein bisschen polarisiert. Ich sag mal, ist jetzt nicht unbedingt ein Friede vor der Eierkuchen-Gespräch. So, aber interessant. Und wenn man Fan der Band ist oder war, so wie du, ne? Du stehst auf alte Heaven's Gate, ne? Nö, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich gerade gesehen. Echt? Ja, nur den Control. Hätte jetzt drauf gebettet. Nee. Ich dachte, das ist genau das, was du früher gehört hast. Der Pretty Mates Fan. In Control war aber eine super Scheibe. Die war gut, ja, die fand super Sänger, finde ich. Subsignal, bisschen was anderes, also melodischer Prog. So, man kann sagen, ein bisschen vergleichbar mit moderneren Rush, würde ich sagen, hier und da. Auch von der Produktion her. Also ich finde es sehr gut, aber was sagt. Wo ist der Rush-Fan von uns? Habe ich nie Zugang zu gefunden. Ne? Die können super spielen, alles Hammer, aber da geht bei mir da rein und da raus. Das funktioniert nicht bei mir. Na gut, okay. Dann ist das so. Also ich finde es super. So, dann haben wir wieder ein Special gemacht. Und zwar hat sich dieses Special aus einem Gespräch ergeben, das wir beim Hello Hammerburg geführt haben mit Jake von Visigoth. Also wir haben so ein bisschen ins Blaue reingequatscht und irgendwann haben wir nach dem Ende des Gesprächs gedacht, eigentlich hätten wir das alles aufnehmen sollen. Und dann haben wir im Nachhinein ein Special daraus gemacht. Es geht da um die Frage, warum es im Moment in Amerika so viele gute neue Metal-Bands gibt. Und diese Metal-Bands beziehen sich ja ganz offensichtlich auf die klassischen US-Metal-Bands und auf die New Wave of British Heavy Metal-Bands. Aber das sind alles Leute, die, ich sag mal, altersmäßig, wenn man jetzt mal Chris Black rausnimmt, so zwischen 20 und 30 sind. Ne, alle, also junge Leute, die mit dem Zeug ja nicht aufgewachsen sind und die das auch nicht kopieren. Also keine dieser Bands klingt wie Omen oder wie Sirith Ungol oder wie sonst was, aber sie beziehen sich doch darauf. Es ist eine interessante Szene. Die Kings sozusagen, in Anführungsstrichen, sind natürlich High Spirits und Night Demon, aber High Spirits sind uns schon etwas zu alt gewesen für das Special. Deswegen haben wir so den zeitlichen Schnitt gemacht bei, was haben wir gesagt, die letzten 10 Jahre, ne? Ne, in dem Jahrzehnt seit 2010, aber genau. Ne? So, okay. Ja, finde ich auch. Ich meine, da sieht man wirklich, was für eine Power die haben. Das neue Live-Album ist auch super. Ja. Das hat echt die alte Raven-Energie hat das. Und das haben echt nicht viele Bands. Also haben ganz, ganz wenige Bands. So, dann kommt natürlich, also Night Demon, Visigoth und so weiter, 1000 andere Bands, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Natürlich auch die wichtigsten Platten und Labels und Leute, die in dieser Szene, wenn man so will, ist natürlich keine eigene Szene, aber die da Persönlichkeiten sind und wichtig sind. Haunt ist zum Beispiel so eine Band, die bis jetzt noch nicht viele auf dem Schirm haben. Starkes neues Album. Ich stehe jetzt gerade Blade Killer. Finde ich stark. Auf wen? Ja, Blade Killer. Blade Killer. Mhm. Ja, also sind sehr viele Insider-Namen dabei. Wolftooth, Legendary, Iron Flame, die gerade auf dem Keep It True abgeräumt haben. Ich glaube, die waren Opener. Erst mal zweite Opener. Waren Opener, ja. Und da haben eigentlich am Ende des Tages immer noch alle Leute gesagt, der Opener heute war mit die stärkste Band. Die haben echt abgeräumt. Waren sehr gut. Martin Brandt hat natürlich mal wieder, weil er der größte Experte in dem Segment ist. Also ich glaube, Martin kennt jede amerikanische Metal-Band, also die richtigen Metal spielt, die jemals irgendwas aufgenommen hat. Und wenn es ein Proberaum-Tape war, ich glaube, Martin hat die alle zu Hause. Unglaublich, was der Typ weiß. Und der hat die größten Underground-Perlen ausgesucht und da sind jetzt auch zum Beispiel Iron Flame dabei und naja, andere werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dieses Special zu machen. Glaube ich. Nightfight Orchestra up next. Ja. Die sind ja, ich find die ja geil. Ich meine, die Platte ist gut, ist nicht so geil wie die beiden davor oder vielleicht ein bisschen weniger Hitdichte, aber. Ich fand die davor, da kannst du jeden Song hören. Ja. Habe ich schon mit unserem Soundtechniker Janosch, haben wir auf der Rückfahrt von Belgien im Auto gesessen, haben beide auf das Ding getanzt und alles. Böse Jungs. Ja, ich finde hier bei der Platte, da sind ein paar gute Sachen dabei, aber ist irgendwie so der letzte Kick fehlt mir da so ein bisschen. So. Vielleicht ein bisschen zu schnell jetzt gekommen. Ist ein bisschen mehr Toto als vorher, finde ich, ein ganz kleines bisschen. Aber sonst. Sagt er ja auch. Mehr Aber, mehr Toto, mehr Slayer. Ja, ich sehe da keinen großen quantitativen Unterschied. Ja, ist irgendwie so, beim Vorgänger konntest du nach zweimal durchhören die Songs mitsingen. Das kannst du hier bei der Scheibe brauchen ein bisschen länger, glaube ich. Meine Meinung. Melodien zu anspruchsvoll. Ja, ich bin ja sehr anspruchsvoller Musikhörer.
Nikos Christos, da haben wir einen Nachschlag gemacht, einen zweiten Teil des Interviews, weil der erste Teil bezog sich in erster Linie auf die auf das große musikalische Konzept, was hinter der Platte steht. Die Platte kommt übrigens super an bei den Leuten, war sogar in Charts. Echt? Was mich total freut, ja, was ich super finde für die Band. Und in dieser Story geht es um den Inhalt der ganzen Geschichte, weil sich das auch nochmal komplett abhebt von allem, was Death und Black Metal Bands im Moment so machen. Und ja, ich will dem jetzt nicht vorgreifen, aber ich finde das sehr interessant und ich finde das auch mutig. Ja, Nikos Christos waren ja immer sehr eigen. Das fand ich halt auch immer cool an denen. So eigener Sound, also eine eigene Art Death Metal zu spielen im Endeffekt, auch mit den Texten. Ja, und schon. Trotzdem sind super Kerl, also ich komme der, wenn man mit ihm trifft und immer Spaß mit ihm. Also. Definitiv. Ja, ja, ich meine, immer wenn Sachen in den religiösen Bereich reingehen, dann gibt es natürlich auch viele Spinner. Und manchmal macht es die Musik besser, weil es dann intensiver wird. Das war bei Devil's Blood auch der Fall. Ich meine, auch da ist das religiöse Konzept, was hinter der Band stand, also in meinen Augen totale Spinnerei gewesen. Aber das hat die Musik intensiver gemacht und hat halt der ganzen Sache noch eine zusätzliche Dimension gegeben, weil es authentisch war. Weil die Leute, die dahinter stehen, das eben schon ernst genommen haben. So ist es bei Nikos Christos auch auf eine ganz andere Art. Man muss dem nicht zustimmen, aber es macht die ganze Sache intensiver und voller. Also das ist rund dadurch. Und deswegen habe ich dann auch Spaß, mich mit sowas zu beschäftigen, auch wenn ich inhaltlich nicht im selben Boot sitze. So, sag ich mal. Welchen Boot sitzt du denn? Ich. Ja, der Captain. Lucifer. Doofe Frage, oder? Den versuche ich immer bloßzustellen. Ey, unfassbar. Ich will, dass du etwas Lustiges sagst. Klappt da immer. Lucifer. Bin ich raus. Bin ich auch raus. Ist auch ein polarisierendes Thema, aber diese zweite Lucifer klingt auf jeden Fall ganz anders als die erste Lucifer. Ja, denn die erste. Man mag oder nicht. Es ist etwas andere Musik, also es ist kein Okkultrock mehr. Also es ist jetzt mehr Rock'n'Roll und ist ja auch eine andere Band dahinter. Und ich finde, dass es auch eine deutliche musikalische Steigerung ist. Mhm. Ich glaube, so haben das auch die meisten Soundchecker gesehen, aber gut. Aber es ist Nicke Andersen, das gibt's auch Trams, oder? Mhm. Ja, Nicke Andersen hat auch die Songs geschrieben und das hört man auch. Okay. Also da ist schon... Klingt aber mehr nach Imperial State als nach Entdillend. Schade. Ja. So kann man es mal sagen. So, hier, komm, macht ihr mal weiter. Thorium. Ist schon ganz trocken im Mund. Death Metal. 10 Jahre lang keine Platte mehr gemacht aus Dänemark. Perra, ne? Richtig gut. Richtig gut. Perra kommt. Ist der noch bei Destroyer? Nee, ne? Ist weg. Nee, der ist raus bei Destroyer. Aber, macht ja. Der Nominon? Das kann ich dir jetzt aktuell nicht beantworten. Oder bei Metal Archives nachgeguckt. Ich kann nicht antworten. Hier, Hamburg. Hamburg, meine Perle. Wolf und Martin haben ein Hamburg-Special gemacht. Hamburg ist ich wollte gerade sagen, Lars, aber stimmt, das war Wolf und Martin. Ja, ja. Das war gar nicht dabei. Ja, Hamburg war mal Metal-Hauptstadt in Deutschland, ne? Also in der ersten Hälfte der 80er, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall ist da viel gegangen. Das stimmt. Halloween, Radio World, Mania, was weiß ich, was alles gab damals in Hamburg. Da kam aber, ja der Schönlings-Metal her. Ja. In Ruhrpott hattest du dann so die Aseln. Ja, aber im Ruhrpott hat sich das halt, wenn du den Ruhrpott als eine Stadt sehen würdest, hätte es natürlich noch viel mehr Metz gegeben. Aber wenn du jetzt jede einzelne Stadt für sich nimmst, dann würde ich mal sagen, Hamburg war definitiv wichtiger damals als Dortmund oder als Bochum oder als Essen. Ja. Also wenn du die Städte einzeln siehst, dann war Hamburg schon ganz schön wichtig. Da ist immer noch viel übrig. Naja, gut, ja. Ist eine Serie, die da fortsetzt zu werden. Das hoffe ich noch. Haben wir viel zu lange nicht mehr im Heft gehabt. Das stimmt, ja. Das ist halt immer viel Arbeit. Das kannst du auch nicht einfach so runterschreiben. Da musst du ja auch in der Szene der Stadt leben. Und ja, ich musste es damals die 2 Wochen schreiben, weil du mir die Deadline gegeben hast. Ja, aber leben tust du ja schon länger als die 2 Wochen, die geschrieben hast. Das ist richtig, ja. So, jetzt weißt du Bescheid. Du lebst auch schon länger als 2 Wochen im Ruhrpott. Ja, das stimmt. Ich mache auch. Mach ich auch irgendwann. Praying Mantis, auch so ein Album mit Hits und nochmal Hits. Irgendwo zwischen AOR und New Wave of British Heavy Metal. Sehr fein. Oh, jetzt kommen wieder die Under a Funeral Moon. Ja. Mhm. Das
Franks Metier. Das ist mir alles zu antikosmisch. Nicht alles. Das stimmt ja überhaupt nicht. Nein, das aber die Diskussion hat man letztes schon. Das stimmt ja überhaupt nicht. Antikosmisch. Dann ist es vielleicht vierdimensional. Oder ab und zu ist da mal eine Spinnerband bei, was aber auch unterhaltsam ist. Aber da ist aber auch viel, weiß ich nicht. Außerdem schreibt ein gewisser Herr Albrecht selber für andere Figuren, habe ich mir sagen lassen. Zum Beispiel im letzten Heft der Story. Nö, meine Vorschläge werden immer abgelehnt. Im letzten Heft war eine Story von dir drin. Ja, ausnahmsweise mal. Siehst du? Und die sind auf jeden Fall nicht antikosmisch. Die sind echt nein, Ort der Fuhn ist natürlich, werden das natürlich ziemlich gut auf jeden Fall. Boah, da muss auch nicht alles im Leben immer nur Kumpel-Deathmatch sein. Habe ich ja nie behauptet. Der böse Koch direkt, ne? Dann ist er sein antikosmisch angreifen hier. Mir ist gerade kein besser das Wort eingefallen. Ja, was sagst du zu UADA? Bist du damit einverstanden? Das ist eine Black Metal Band, die mir sogar mir gefällt. Ist ja nichts Neues, ich kann mit Black Metal nichts anfangen oder wenig. Aber die Platte die haben was, die haben was. Ja, ich finde das zwar ein bisschen affig mit den Kumeln da, mit diesen. Ja, oh, diese ganzen Kapuzen, die gehen mir auch so auf den Sack. Das haben die Mentors gemacht und gut ist, aber naja. Aber seit Midnight irgendwie mit Kapuzen auftreten, müssen sie jetzt alle wieder mit Kapuzen. Aber vor allem, sie haben doch alle lange Haare, warum haben wir noch die Kapuze abgewandt? Ne? Ob die alle hinten schon so ein. Ja, und die waren ja auch beim Partisan, waren die auch bei uns im Autogrammstand. Ich meine, mit Kapuzen. Und euch ist also Image egal, ja? Du sagst immer, du stehst nicht auf Bands, den Image zu wichtig ist. Dir ist also Image egal. Würde ich so nicht sagen, aber ich fand, also. Nette Typen, die waren ja bei uns am Autogrammstand beim Partisan, ohne Kapuze. Ja, aber was ist denn die Kapuze, was ist denn für ein Image? Das ist halt ein Image. Also ich meine, ich kann ist genau das Image, wie wenn du dir eine Maske auf die Haare, die an der Seite rausquillen. Ja, aber es macht doch die Musik nicht schlechter. Nein, wir reden ja nicht über die Singen, wir reden nur. Es klingt aber so, als ob euch die Band abschreckt, weil die Kapuzen trägt. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist richtig gut. Und ist geil. Außerdem ist die sehr melodisch. Also das ist, da ist ganz schön viel Death Metal drin, auch an dem Album. Ja, das stimmt. Album. Das stimmt. Ja, wahrscheinlich gefällt es mir deswegen. Mein Gott, ihr beiden. Ja, gruesome. Wer sich als neuer Redakteur bewerben will, für die Zuschauer. Mindestens 150 Kilo. Nein, man kann auch brutal einsteigen. Man kann sich dahin entwickeln. Man darf sich sogar vegan. Das sind vegan. Bis zu drei halbe Hände. Hier, Albrecht Death Metal, gruesome. Ja. Finde ich auch geil. Ich habe mir gestern das Vinyl bei Idiots Records gekauft. Ja. Super, die Scheiße. Oh. Das gut. Sorry. War das jetzt ist nicht geplant. Ja, Russo, ne? Sehr schönes Ding, klingt wie Death. Ja klar, aber die erste Russo klang wie Leprosy und das ist jetzt Spiritual Healing. Ja. Und so soll es sein. Und zwar so original. Wieso klang die erste denn nicht wie Scream Bloody Gore? Scream Bloody Gore war dann die EP, die haben die EP zwischendurch auch noch gemacht, die klang nach Scream Bloody Gore. Aha, also ihr habt erst die zweite gemacht, dann die erste auf einer EP und dann die dritte. Genau, weil er war sich, tatsächlich hat er mir sogar im Interview erzählt, steht hier nicht drin und habe ich rausgekürzt. Er war sich wirklich nicht sicher, ob die wirklich primitiv genug spielen können, um so ein Ding wie Scream Bloody Gore gleich zum Anfang zu machen. Also es hätte auch in die Hose gehen können. Also weil es ist ja, wenn man einigermaßen guter Musiker ist, was die ja sind, ist es, glaube ich, nicht so einfach, so völlig simples Geschrote auf einmal zu spielen. Also wie viele Bands ist eigentlich Matt jetzt im Moment? Also ich weiß jetzt, glaube ich, nur von dreien, aber bin da jetzt auch nicht ganz so tief drin. Geiles Cover-Artwork übrigens auch von Ed Repka. Ja. Ich meine, er macht ja jetzt wieder viel. Also man sieht wieder viele Ed Repka-Cover, aber das ist echt außergewöhnlich. Das ist echt das Cover. Ja, stimmt. Das stimmt. Das ist super. Traitor, gute deutsche Trashband auf jeden Fall. Ja, die waren auch sehr geil. Ja, ich habe sie noch nicht live gesehen. Wird erst Way of Darkness passieren in meinem Fall, aber ja. Ja, ich da auch, sehen wir uns auch. Ich auch gut. Ja. Ach, ich glaube, da hast du auch ein bisschen was zu tun. Ne? Kleinigkeit. Platten machen wir mal ganz schnell eben, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ich möchte gerne wissen, wer ist Sahne drin? Sanhedrin, oder ich weiß, wie sie ausspricht, weiß ich nicht, aber das war eine, vor kurzem noch eine Eigenpressung aus Amerika und die ist jetzt nochmal wieder aufgelegt worden. Also das ist aber ein aktuelles Album, ne? Ja, ein aktuelles Album. Richtig gut. Das ist super. Das ist auch traditioneller US-Metal, also heutiger US-Metal, also auch eine Band aus dem Special. Ist das? Haben eine super Sängerin. Also die Sängerin geht so Richtung Leather Leon, sowas in der Richtung. Okay. Also nicht vielleicht nicht ganz, so rau, aber ist eine super Sängerin und das ist genau eine dieser Bands, über die wir eben geredet haben. Super das Album. Total. Also musst du dir unbedingt zunehmen. Auf jeden Fall. Zweiter sind Seven Sisters geworden, haben wir auch schon drüber geredet. Dritter sind At the Gates geworden.
Das ist sicherlich so überraschend. Lordi ist so schlecht. Ich war der Einzige, der sie gut fand, aber ich habe auch eine Schwäche für die Art von Metal. Oh, geht gar nicht? Oh, nee. Also das ist... Ich gebe zu, das Textkonzept ist ein bisschen sehr albern, aber ich finde die Song... Ja, auch diese Tralala-Melodien, also das ist doch kein Metal. Das ist eine völlig subjektive Einschätzung, Herr Kühnung. Und was für Sie Tralala-Metal ist, kann für andere packende, ergreifende Melodien sein. Ja, Ghost, da packen mich die Melodien. Das ist Pop, aber da packen mich die Melodien. Aber bei... Kann ich jetzt nichts Schlechtes zu sagen, die finde ich auch gut. Bei Lordi packst nur du mich, wenn ich dich zu viel ärgere. Also, aber sonst pack mich da nichts. Ich würde halt nicht... Na gut, okay. Ich würde jetzt mit Hellas... Aber, die stehen ja alle hier auf diese Hellas mit ihren... Die finde ich auch schlimm. Es ist total schlimm. Hellas haben gerade auf dem Wolf City gespielt, eine super Band. Jo, wie Wishbone Ash, Band, 100%ig Wishbone Ash. Gut, okay, du magst auch kein Wishbone Ash. Deswegen passt das dann zusammen. Nicht. Doch, dann mag... Du stehst ja nicht auf Wishbone Ash. Im Gegensatz... Ja, dann sing mal vor. Sing mal einen Song. Im Gegensatz zu dir war ich auf einem Wishbone Ash Konzert. Oder hast du die... Ich habe schon öfter gesehen. Na gut. Ich hab's einmal gesehen. Aber Wishbone Ash ist doch nicht deine Baustelle. Ich bin aber die Band war haargenau so. Es war wirklich das Highlight vom Wolf City Festival mit Pagan Altar zusammen, haben alle gesagt, die da waren. Muss man nicht mögen, ist jetzt also. Ich will dich jetzt nicht überzeugen oder so, aber doch, will er. Es gibt harte Fans davon. Nina stand da, die hat Tränen in den Augen gehabt. Ja, ist doch schön. Die hat ganz komisch. Hat die nicht oft, hat die nur, wenn du sie zu stark in den Schwitzkasten nimmst, dann hat die auch Tränen in den Augen. Andere Menschen haben Tränen in den Augen, wenn sie Lorde hören. Also ich jetzt nicht, aber das muss man akzeptieren. Dann stimmt aber echt was nicht. Also wenn man Lordi hört und man kriegt dann Tränen, also Tränen ja, also ich würde jetzt auch eine andere in den Band Augen, wählen, ja, in die Augen, dann stimmt was nicht. Wir wollten die Platten doch schnell machen. Ja, stimmt. Ja. Ja, das macht immer so einen Spaß mit euch. Aber neue Etikette finde ich sehr geil, um mal wieder ein bisschen mehr in Death Metal reinzubringen. Da gibt es nicht in der Ausgabe nicht viel, das stimmt. Ja. Also es waren nicht so super viele Releases gerade in der Richtung. Ja, die beste Death Metal Scheibe vor Gusa war Demonical, würde ich sagen. Oh, die war mit Slav, glaube ich, ne? Ja, das schon länger, ja. 9,5 Punkte, genau. Naja, gut. Okay. Gut, dann überspringen wir mal die Platten. Das ist auch viel zu viel. Wenn man vom Teufel spricht, Hellas haben gespielt auf dem Roadburn. Böse Menschen würden behaupten, das Hipster-Kit ist überraschenderweise für mich ja gar nichts, aber andere Menschen haben da auch immer großes Vergnügen. Kann man aber tatsächlich so sehen, da hast du recht. Also Hipster-Kit ist gar nicht mal so falsch ausgedrückt, muss ich ehrlich zugeben. Immerhin also waren hier Forgotten Tomb und Crow auch mal ein paar Metal-Bands zwischendurch. Ja. Aber gut, da kann ich nichts zu sagen. Ich war ja noch nie da. Ich rauche auch kein Gras. Ja, es macht Spaß, dahin zu gehen. Da sind coole Leute und so weiter. Das ist irgendwie gemütlich, aber das wäre die Hölle für dich. Allerdings. Also da würdest du wirklich 1000 Tote sterben. Ich glaube, da würde ich eher auf das finsterste Black Metal Festival in der Ostzone gehen. Also, egal. Das war aber auch böse jetzt. Da wird aber jetzt die Ostzone, die wird jetzt aber zurückschlagen. Nein. So oft wie ich im Osten unterwegs bin, die Leute wissen doch, dass ich das mit einem Augenzwinkern meine. Verstehen ja, das doch eh nicht, was ihr wisst. Das ist. Frost and Fire London, da war Martin Brandt, hat auch wieder Jarvis organisiert. Ja. Jarvis von Night Demon, der ist. Was macht der Typ eigentlich alles? Alles. Also schlafen tut er aber nicht, ne? Nee. Ich habe ziemlich viel mit ihm zu tun, ich kann ihm immer schreiben, irgendwann, der antwortet so nach 5 Minuten direkt. Ja. Seit Osten antwortet er und diskutiert auch unsere Death Forever Threads bei Facebook. Kein Witz. Ja, super der Typ. Also so, wenn alle so werden in der Szene, aber dann wäre es ja nichts Besonderes mehr. Dungeons Are Calling, das ist mein Lieblingsfoto im Heft hier übrigens. Das ist mein Lieblingsbandfoto. Also lasst euch das auf der Zunge zergehen zu Hause, wenn ihr das Heft bekommt. Das ist ein ganz besonders schönes Bild. Count Raven, Frank, das ist auch eine von deinen Lieblings. Oh ja, die habe ich auch immer sehr gemacht. Ja, definitiv. Nee, da hat der Stappi hat mal ein kleines retrospektives, nee, gar nicht so kleines, sondern ein großes retrospektives Interview mit immerhin, ne? Count Raven gemacht. Ja, die waren ja ein bisschen ihre Zeit voraus. Im Moment ist Doom ja wieder ziemlich in, also nicht, dass man damit Unmengen verkauft, aber die haben eigentlich viel zu wenig verkauft damals für das, wie geil sie eigentlich waren. Ja, stimmt, ja. Ja.
Absolut. Die sind sie übrigens immer noch. Ich habe sie gerade noch live gesehen im Dezember. Die können das noch. Hammer of Doom, ne? Nee, in Griechenland hatte ich die gesehen. Die waren Support von Riot. Ah ja. Passte musikal überhaupt nicht zusammen, aber funktioniert. Stormwitch mit einem richtig guten Album. Das erste gute Album seit den 80ern, würde ich mal sagen. Also ich fand alles, was sie nach 1989 gemacht haben, ganz schön langweilig. Aber das Ding... Die war kitschig früher. Ja, das war auch gewollt so. Das war ja so ein bisschen venive Romantik Metal. Da hatten aber was Eigenes. Also die haben aber nicht geklungen wie... Nur eine deutsche Metalband damals, die nicht geklungen hat wie Accept. Ja, das stimmt. Ne? Also waren schon eigentlich Isan, auch so ein Thema, worüber man jetzt streiten kann. Ich finde Funk natürlich fürchterlich. Oh ja. Ich finde die Teilen. Ich finde die Platte gar nicht so schlecht. Ich mag aber das auch die ersten zwei Scheiben von ihm mag ich. Ich finde den Typen sehr cool. Also das ist ein guter Interviewpartner. Was ich total lustig finde, ist, wir haben jetzt zwei, drei Mal mit der Perro zusammengespielt und seine ganze Crew sieht aus wie er. Haben alle kurze, also schwarze Haare und alle die gleiche Brille an. Der Emperor spielt auch Partisan, ne? Da bin ich auch gespannt drauf. Thema Osten, Carl Zeiss Jena, Trainer Marc Zimmermann, hört privat Grindcore, Death Metal, Hardcore, also genau der richtige Mann, um bei uns vorgestellt zu werden. Cool. Matterhorn. Lord Vigo, Matterhorn. Matterhorn ist ein total geiler Name für eine Metal-Band. Das sieht total geil aus. Dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Matterhorn, total geiler Name. Finde ich echt gut. Ich hört schon Intro, den man denen dann an. Das ist so eine Celtic Frost Worship Band, das sieht man auch. Also, das ist so ein bisschen wie Warhammer damals. Eine Hellhammer Worship Band waren, so sind die orientiert, die sich halt an Celtic Frost. Mehr muss man da nicht zu wissen, glaube ich. Keep it true. Ja. So, eine Frage. War ein Heavy Load wirklich so schlimm, wie viele sagen? Ich würde sagen, ja. Ja, die erste halbe Stunde war ich begeistert. Die haben sie aber auch gleich die ganzen Hits gespielt. Mhm. Sie haben mit Heavy Metal Angels angefangen. Da kann ja nichts. Da haben sie am Anfang und am Ende gespielt. Als Opener und als Rausschmeißer. Macht Sinn. Ja, aber ich meine, wenn du mit so einem Song loslegst, da ist natürlich erstmal alles okay. Haben sie ganz gut gespielt. Ja, natürlich, klar. Da haben sie gut gespielt. Der Gesang war in Ordnung. Also am Anfang war es wirklich gut und dann hat sich das hingezogen. Dann kamen immer längere Ansagen. Die machen so ein Ding wie die Ärzte auch. Die Ärzte unterhalten sich auf der Bühne immer und machen da so irgendwie so Kabarettmäßiges draus. Also der Drummer unterhält sich mit dem Gitarristen und so weiter, bla bla bla. Das machen die auch. Und das kam überhaupt nicht an, weil man diesen Witz gar nicht transportieren konnte da in der Halle. Und irgendwie, also nach einer halben Stunde war die Luft raus und dann wurde es echt langweilig. Ja, der Guitarist Massort kam, glaube ich, ziemlich zum Schluss. Da kamen noch so ein paar Highlights zum Schluss. Und dann haben sie halt mit Heavy Metal Angels auch aufgehört und dann war das wohl rund, aber dazwischen hätte man eine Stunde rausnehmen können. Okay. Und vor allen Dingen hätten sie mal proben können und man hätte die Texte sich auch mal merken können. Hier und da. Ja, gut. Ich meine, ich weiß nicht, ob die vorher eine Show gespielt haben, ob es eine Warm-Up-Show gab. Ist natürlich für viele Leute schon geil, diese Band überhaupt mal gesehen zu haben. Ne? Weil die hat in den 80ern ja auch keiner gesehen. Ja. Wir waren ja nie hier. Und wahrscheinlich haben die in Schweden auch nur 10 Auftritte gehabt oder so. Ja. Viel wichtiger war aber Ex-Border. Ja, Ex-Border war super, ja. Ja, da hast du recht. Du hast wie immer recht. Raven war auch geil. Raven sind ja immer gut. Die sind live der Hammer. Ja. Die sind live, Wahnsinn. Ja, und diesmal hatten sie ersten drei Platten. Also Programm war die ersten drei Scheiben. Ich glaube noch ein weiterer Song oder so. Mhm. Aber das ist natürlich für Raven-Fan unschlagbar. Viele bunte Live-Reviews. Live. Mit sehr geilen Fotos diesmal. Ja. Die Fotografen super gearbeitet, würde ich sagen. Wir sind auch schon am Ende. Jo. Jetzt sind wir durch. Das hat nicht geklappt in den 20 Minuten, die wir uns vorgenommen haben, oder? Sorry, Leute, ist schon wieder zu lang, aber. Frank provoziert einfach immer, muss immer provozieren und deswegen wird das so lang. Ich komme nicht zu Wort. Nice boys, don't play rock and roll. Also, danke fürs Zuhören und viel Spaß mit dem Heft und Yo. Bis demnächst.